Fierce World. Ja, Freunde, was geht ab? Wir haben gerade irgendwie 1 Uhr nachts, 2 Uhr nachts. Ich stelle mich gerade auf Nachtschicht ein. Yay, freue ich mich. Aber warum seid ihr hier drauf? Wegen Vlog. Also, let's go. Ja, was mache ich in meiner Nacht? Ich packe Sachen aus. Hier, zum Beispiel die neue GoPro Hero 8. Gerade frisch geladen. Ich lade gerade noch meine Hero 7. Damit ich noch ein Vergleichsvideo machen kann, damit ich ein bisschen testen kann, denn wir wollen heute nach Köln fahren wieder mal. Ihr kennt ja Köln, ein leidiges Thema. Nicht leidig, nein. Köln ist schon eine coole Stadt eigentlich. Ja, und wir haben jetzt gerade 1.09 Uhr haben wir gerade. Okay. Ja, und ich muss noch schlafen, ich muss noch das machen, aber ich muss eigentlich noch was andere Dinge machen. Zum einen, ich habe Gaming, muss ich noch schneiden. Ja, und zum anderen. Hier mein MacBook, muss ich auch noch was schneiden, nämlich den nächsten Adventskalender. Ja, der ist auch noch nicht fertig. Da seht ihr mal, wie schnell so ein Final Cut Pro Ding ist. Zack und fertig geladen. Wir sind schneller als Vegas. Aber bei Vegas muss ich sagen, gefällt mir immer noch die Handhabung eigentlich besser. So, gucken wir mal, wie schnell so eine Magic Mouse sich connected. Ne? Noch ist sie nicht? Hallo? Ja, hallo, Magic Mouse? Ah, jetzt. Hat ein bisschen gedauert. Geht immer so schneller. Ja, die Magic Mouse. Da haben wir sie. Ja. Ich bin noch nicht ganz durch. Ich glaube, ich bin jetzt bei Türchen 15 beim Schneiden. Hier, da seht ihr zum Beispiel hier. Kamerafahrten in dem Video. Das Intro ist überarbeitet worden von mir. Nochmal. Ja, das mache ich auch noch alles nebenbei. Das mache ich halt in meiner Nacht jetzt momentan und bin ich halt mit der Freundin abgehangen. Wie das klingt, mit der Freundin abgehangen. Ne, dann wird mit der Freundin was unternommen, damit wir neues Material haben für den Kanal hier. Und dann geht's mal weiter. Trotzdem müsste ich mich vielleicht doch mal wieder, oder? Ach, drauf geschissen. Sehen wir uns wieder, wenn ich gerade geschlafen habe. Dinge sind einfach viel geiler bei Apple als beim Vegas Pro. Vegas Pro sag ich schon, wie bei Vegas und so. Bei Apple, über Adobes Schnittprogramm kann ich mir nicht sagen. Das habe ich einmal kurz getestet. Kam damit überhaupt nicht klar und wenn ich so von den Leuten höre, macht es nur Faxen. Deswegen bin ich ganz froh, eigentlich auf das Apple-Zeug umgestiegen zu sein, weil bis jetzt hatte ich noch keine Crashes, keine Probleme. Also das Problem, was ich bis jetzt mit der Platte war, einfach wo ich meine Daten mit der Festplatte angeschlossen habe, wo meine ganzen Rohr-Filmdateien drauf waren und der einfach gesagt, ich wollte einfach nur ein Backup drauf machen, der dann meine Festplatte komplett formatiert, ohne mir vorher Bescheid zu sagen. Ja, dann stand ich check die Festplatte und sage, ja, hier, mach Backup und dann lese ich nur so, was stand da, Festplatte wird gelöscht oder irgendwie so, da Daten werden gelöscht gerade oder bereinigt irgendwie so, und dann so, abbrechen. War schon zu spät, alles weg gewesen. Deswegen, ich hatte zum Beispiel noch einen mega geilen Vlog zum Kölner Zoo gemacht. Mit richtig coolem Footage. Boah, das Footage war richtig geil. Aber ich war so falsch gewesen. Ich habe schon von meinem PC gelöscht gehabt und habe alles auf der Festplatte gehabt und wollte es auf dem MacBook ziehen. Ne? Und bisschen, ja, habe es dann verkackt. Leider verkackt. Aber damit mir das nie wieder passiert, habe ich mir das Ding geholt. Ein NAS. Damit meine Daten immer da sind, weil da sind jetzt meine Rohdateien drauf, gesichert, auf einer Festplatte gesichert und auf dem PC gesichert. Also sollte irgendein Medium ausfallen, was schon beim NAS sehr unwahrscheinlich ist, dass Daten verloren gehen, gehen sie mit auf jeden Fall nicht mehr verloren. Mögt übrigens meine neue Cap, ist von Hoogland, finde ich sehr nice, ist sehr bequem. Und das T-Shirt hier ist von Get On My Level, das gefällt mir auch inzwischen sehr, sehr gut. Was ich auch noch dann morgen nutzen werde, ist, ich habe von Hoogland hier die 3 in 1 Jacken. Diese Kamerajacke, Outdoorjacke mit der Fließjacke und wie Stoffjacke, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Werde ich mal testen. Ist gut für alle Wetterlagen angeblich und ja, wir werden morgen verschiedene Klimazonen, sag ich mal, erreichen. Hoffentlich und dann werde ich es mal testen. Bis jetzt finde ich es eigentlich ganz cool. Ob sie die 300 Euro Preis wert sind, werden wir dann sehen. So, wir sind unterwegs am Mittag, am Sonntag.
Wir fahren nach Köln, machen uns einen schönen Tag. Vielleicht gehen wir ins Schokoladenmuseum. Vielleicht, das ist geplant. Da gehen wir auf jeden Fall ins Schokoladenmuseum. Ja, hallo. Und ich mache vielleicht noch ein paar Shots mit den GoPros, Awesome Action und so weiter. Wir dafür auch ein schönes Video haben, weil ich will die Dinger testen und die Sonne knallt gerade richtig schön. Geil, endlich mal Sonnenschein. In den letzten Wochen nur noch Regen und das ist echt ein geiles Wetter. Übrigens heute in Haugland-Montur. Haugland. Eigentlich Haugland, weil es ist eine deutsche Marke. Nein, Haugland heißt der. Er sagt, der Typ sagt selber Haugland. Klingt cooler, ist aber nicht cooler. Ja, die testen auch nochmal. Und dann habe ich schon meinen neuen Fotorucksack, der ist auch noch dabei, der wird auch noch getestet. Heute Produkttesting on masse. Muss ich noch waffeln? Geil, das ist auch zwar Popcorn, aber egal. Ja, natürlich ist das Popcorn. Das ist auch so eine Waffel. Ja, aber siehst du mal, wie hoch der Rhein mal stand. So, wir haben es ins Schokoladenmuseum geschafft. Endlich, nach langem Anstehen. Ja, es ging sogar noch. Jetzt lassen wir uns verwöhnen mit Süßigkeiten und Leckereien. Freust du dich schon? Naschmaul? Du freust dich sehr, ne? Das ist eine Lüge, es ist gar keine Schokolade drin. Ich bin traurig. Mein Gott, ist das süß! Oder? Total.
Darf ich den Nikolaus haben? Ich will genau den da. Genau den da. Genau den. Das ist auch süß. Oder nee, lieber den. Da sind wir mal die Vögel hier. Lieblingszutaten aus Früchte, magische Nüsse, vielleicht. Was haben wir denn hier? Schokoperlen, ganz lecker. Haribo Saft Goldbeeren, Schokonips, Karamellgebäckkugeln, wow, Crispy, Schokospitter, Vanilleschoko gemahlen. Was wollen wir nehmen? Fleur de Sel ist, glaube ich, Salz, ne? Da könnte man so eine Karamell-Salz-Kombo machen. Dann machen wir hier eine Karamell-Salz-Kombo mit Kakaobeeren. Jo. Und Nüssen. Nüssen willst du dabei haben? Mandelkrokant. Mandelkrokant. Okay. Was sollen wir jetzt bestellen? Gut. Das sind wann? Da liegt unsere Bestellung. Ja! You smile like a flash in the universe. You are illuminating. I don't really care about the people in the bar line. I don't really mind all the woogles who went stage dives. I don't care at all.
Bahnübergang standen wir jetzt 5 Minuten rum, weil einfach die Ampel die ganze Zeit rot war und die uns nicht rübergelassen haben. Das sind mit Sicherheit Security hier. Muss ein Bahngang gesichert werden inzwischen. Ja. Kaum ist man in der Fußgängerzone, schon ist es taghell. Das ist krass, wie hell das ja ist. Aber es sieht schön aus. So schön beleuchtet hier alles.